Marc Haider jetzt bei mir. Marc, letztes Testspiel in der Vorbereitung, 2:2 gegen den SC Verl. Ja, wie bist du heute mit euch, mit eurer Leistung zufrieden? Ich denke, dass wir ein paar Minuten gebraucht haben, um richtig ins Spiel zu finden. Dass dann aber nach 10 Minuten auf jeden Fall die Spielkontrolle übernommen haben, viele gute Aktionen nach vorne hatten, die man vielleicht hätte noch erfolgreicher zu Ende spielen müssen oder beziehungsweise auch können. Aber vom Großen und Ganzen mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Haben wir gut gemacht. Zweite Halbzeit habe ich ja nicht gesehen, deswegen kann ich da jetzt noch nichts zu sagen. Dann lass mal eben auf dich gucken, kurz zwischendurch. Ja, was ist mit dir, mit deiner Verletzung? Was hat dich da ereilt? Ja, ich bin einmal dem Gegenspieler hinterhergelaufen, wo ich ihm dann den Ball wegspitzel, wo er mit seinem Knie von hinten in mein Knie so ein bisschen rein. Das war so ein kurzes Ziehen zu spüren und da wollte ich jetzt einfach kein Risiko eingehen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dann rauszugehen. Ich denke, es ist vielleicht dann auch sinnvoll, keinen übertriebenen Ehrgeiz wegen eines in Anführungsstrichen Testspiels, auch wenn es das letzte jetzt gewesen ist. Es gibt wichtigere Spiele, die jetzt auf uns zukommen und dementsprechend würde ich da noch gerne fit sein. Ich habe das eben diese Klaas auch schon gefragt. Die Vorbereitung ist jetzt zu Ende. Letzte Woche steht an vor einem wichtigen DFB-Pokalspiel. Was ist jetzt der Fokus für euch in der Woche? Ja, uns auf ein sehr, sehr schweres Spiel einzustellen. Weiß man immer, dass unterklassige Gegner auf diese Spiele warten, sehr, sehr heiß sind, alles für dieses oder in dieses Spiel reinzuwerfen. Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt, aber wir haben durchweg eine sehr gute Vorbereitung gespielt, haben gute Leute und neue Leute, neue positive Energie dazu bekommen. Und das ist sehr, sehr wichtig und das müssen wir dann in Todesfelder auf den Platz bringen. Und da bin ich aber auch sehr guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Was von dem, was wir heute gesehen haben, wollt ihr nächste Woche wieder aufrufen? Was waren so die wichtigsten Punkte? Ja, aktuell natürlich die Standardsituationen, die bei uns überragend kommen. Dann musst du einfach nur deine Laufwege vernünftig machen und in den Ball reinfliegen. Das ist was uns aktuell stark macht, was uns letzte Saison ein bisschen abgegangen ist. Ansonsten natürlich die schnellen Dinge, die wir nach vorne getragen haben, wo dann einfach nur noch der Abschluss sitzen muss. Aber das kommt alles. Die Standards vielleicht besser verteidigen dann noch? Die beiden Gegentore heute beide nach Standards? Ja, das zweite habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber natürlich klar, Standards sollte man, wenn möglich, vorne machen und hinten verteidigen. Gut, schönes Schlusswort, Heidi. Dann eine gute Trainingswoche und viel Erfolg nächste Woche in Todesfelde. Ciao.